Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Büchervideo für euch, denn in letzter Zeit sind ein paar neue Bücher bei mir eingezogen, die ich euch heute in diesem Video einfach mal zeigen wollte. Ich habe sie bis auf zwei davon habe ich schon mehr oder weniger gelesen, fast bin ich durch. Die anderen noch nicht, aber die werde ich hoffentlich ganz bald lesen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Buch. Das erste Buch, das lese ich auch jetzt gerade, ich bin auch fast durch, wie ihr seht, das fehlt mir noch, ist All Saints High, die Prinzessin von L.J. Shen. Ich finde das Cover wunderschön und es fühlt sich so nicht glatt an, sondern so ein bisschen rau. Ich finde das voll geil, ich finde das richtig cool. Und hier geht es um Daria Follow, also es ist übrigens New Adult, und es geht um Daria. Sie ist halt reich und wunderschön und das beliebteste Mädchen der All Saints High. Sie müsste sich wie eine Prinzessin fühlen, doch ihr Leben ist alles andere als perfekt. Seit sie vor 4 Jahren aus Eifersucht die Zukunft der gleichaltrigen Sylvia Scully zerstört hat, plagen sie schlimme Schuldgefühle. Als sie nun erfährt, dass Sylvias Zwillingsbruder Penn nach dem Tod seiner Mutter kein Zuhause mehr hat, sorgt sie kurzerhand dafür, dass ihre Eltern Penn bei sich aufnehmen. Und obwohl er keinen Zweifel daran lässt, dass er Daria hasst, ist sie machtlos gegen das heftige Kribbeln zwischen ihnen. Dabei weiß sie, dass seine Liebe sie zerstören könnte. Ich werde auf jeden Fall in meinem nächsten Lesemonat, in meinem nächsten Gelesen-Video darüber sprechen, wie es mir gefallen hat. Aber ich kann euch schon mal sagen, ihr solltet das Buch nicht lesen, wenn ihr irgendwie jünger als 16 seid oder sowas, denn es ist schon derbe, düster. Und die Dialoge sind manchmal schon ein bisschen krass, finde ich persönlich. Oder auch, was die Menschen in den Büchern machen. Es gibt auch eine Triggerwarnung, glaube ich. Ja, gibt eine. Und deshalb wäre ich bei diesem Buch an eurer Stelle erstmal ein bisschen vorsichtiger. So viel erstmal dazu, aber es gibt dann eben noch meine ausführliche Meinung in einem der nächsten Gelesen-Videos. Wenn ihr übrigens eins der Bücher schon gelesen habt oder mehrere, dann schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und welches ich als erstes lesen soll. Also wie gesagt, das hier habe ich ja jetzt schon fast gelesen. Und das nächste, was ich jetzt gleich zeige, habe ich auch schon gelesen. Aber die anderen noch nicht. Das nächste Buch, das ich für euch habe, ist von der lieben Mona Kasten. Und zwar Dream Again. Der 5. Teil der Again-Reihe. Auch New Adult. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal die New Adult-Bücher euch zeigen. Und ich habe das Buch natürlich schon gelesen. Ich habe es in 1 oder 2 Tagen oder so gelesen. Ich glaube schon 2 oder 3 oder so. Es war mal wieder ein Traum, weil Dream Again, ein Traum, wow, Maren. Das ist natürlich mal wieder das Wortspiel des Jahrtausends. Also meine genaue Meinung werdet ihr natürlich noch in meinem gelesenen Video auch erfahren. Aber es geht um Jude und um Blake. Und Jude und Blake, die waren zusammen. Und Jude ist dann aber nach L.A. gegangen, um dort Schauspielerin zu werden. Dann hatte sie auch eine Rolle in einer Serie und sowas. Und jetzt geht aber irgendwie alles den Bach runter. Und sie muss erstmal wieder auf ihr Leben klarkommen und geht deshalb zu ihrem Bruder, und ihr Bruder lebt in Woods Hill, also an dem College, an dem die ganzen Bücher der Again-Reihe spielen, und er wohnt in einer WG mit Blake. Jude und Blake haben sich aber getrennt, beziehungsweise Jude hat sich von Blake getrennt, als sie noch in L.A. war, und jetzt ist sie halt zurück und steht vor seiner Tür, weil er ja mit ihrem Bruder zusammen wohnt, und ja, er hasst sie irgendwie, beziehungsweise ist halt ultra sauer auf sie, und sie... Ja, ich lese es einfach selber. Es ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Ich fand es so genial. Ich fand es so toll. Es hat mir so gut gefallen. Aber Hauptsache, ich wollte nichts zum Buch sagen, weil ich hier nur Neuzugänge zeige und eigentlich nicht meine Meinung sagen wollte. Aber kauft es, Leute, und lest. Das ist der Shit. Das ist Hammer. Richtig, richtig toll. Ich musste eine Träne vergießen. Was auch immer. Und dann habe ich noch ein New Adult Buch, und zwar A Wish for Us von Tilly Cole. Das habe ich überall auf Instagram gesehen und ich dachte mir so, okay Leute, ganz ehrlich, wenn ihr alle davon schwärmt, dann will ich es halt auch mal lesen. Ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber ja, jetzt muss es halt eben doch sein. Cromwell Dean ist der erfolgreichste Musiker Europas. Mit gerade einmal 19 Jahren liegt ihm die Welt zu Füßen. Doch seine Musik bedeutet ihm insgeheim nichts. Um sein Talent nicht weiter zu verschwenden, beginnt er ein Musikstudium in den USA, wo er Bonnie Faraday kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert könnten das Mädchen aus einfachen Verhältnissen und Superstar Cromwell unterschiedlicher nicht sein. Doch als sie für ein Kompositionsprojekt zusammengesetzt werden, regen sich nicht nur Gefühle in Cromwell, die er noch nie gespürt hat, sondern auch eine alte Sehnsucht, die mit aller Macht vergessen bleiben muss. Auch wenn es ihn seine Liebe zu Bonnie kosten könnte. Hört sich interessant an. Ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm, also ich hatte es eigentlich nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich es überall gesehen und alle meinten so, oh mein Gott, sie haben Rotz und Wasser geheult. Und dachte ich so, okay, gib mir den Schmerz und bohr ihn in mein Herz. Deshalb bin ich schon wirklich gespannt. Also ich, wie gesagt, ich, oh, es gibt hier eine Triggerwarnung. Ha,
Das ist sehr interessant, das wusste ich auch nicht. Interessant, das heißt, ich glaube, es könnte auch ein bisschen crazy werden. Ich bin gespannt, wie gesagt. Wenn ihr es schon gelesen habt, dann sagt mir mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ich werde es wahrscheinlich ganz bald lesen. Dann habe ich noch ein neues Buch aus dem Schattenjäger-Universum, also von Cassandra Clare, das ganze Universum um die Chroniken der Unterwelt, die Chroniken der Schattenjäger und so weiter und so fort. Und das sind die roten Schriftrollen, die ältesten Flüche, Buch 1. Also es ist der erste Teil von, ich weiß nicht, ob es eine Trilogie ist. Ist es eine Trilogie, eine Dilogie? Ich kann es nicht sagen, aber es ist einfach ein neues Buch von Cassandra Clare. Und ich habe mir zu meiner Lebensaufgabe gesetzt, dass ich jedes Buch aus dem Schattenjäger-Universum haben und lesen muss, denn ich liebe dieses Universum. Ich liebe Cassandra Clare dafür, was sie geschaffen hat. Und ich will euch jetzt den Klappentext tatsächlich nicht vorlesen, weil er euch spoilern könnte, wenn ihr die ein oder andere Reihe von ihr noch nicht gelesen habt. Aber es geht um zwei Charaktere, die wir schon sehr gut kennen aus den Chroniken der Unterwelt. Aus City of Bones und so weiter und so fort. Beziehungsweise den anderen auch. Naja, ich will nicht so viel dazu sagen, weil ich will euch, wie gesagt, nicht spoilern, aber ich freue mich so hart auf dieses Buch und es fühlt sich immer an, wie nach Hause kommen, wenn ich Bücher von Cassandra Clare lese. Also aus diesem ganzen Schattenjäger-Universum. Das ist einfach so, so toll und ich finde das Cover auch sehr, sehr schön. Und ich bin einfach so hart gespannt. Ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Monaten lesen. Dann haben wir noch Shadow Tales, das Licht der 5 Monde von Isabel May. Das ist der erste Teil einer Dilogie, soweit ich weiß. Ja, eine High Fantasy Dilogie. Wow, Maren, lern erstmal sprechen. Und ich finde, das hört sich einfach so genial an. Erstens, das Cover ist der Burner, Leute. Und ich habe übrigens auch eine Signatur, richtig cool. Ich lese euch einfach mal den Inhalt vor. Die verträumte Leilani wächst in einem kleinen Dorf im Königreich Vaal auf. Schon immer spürt sie eine starke Verbindung zu den 5 Monden, die nachts am Himmel erstrahlen. Doch in der Nacht ihres 18. Geburtstags überschlagen sich die Ereignisse und sie gerät in einen Strudel aus dunklen Geheimnissen und gefährlicher Magie. Zusammen mit ihrem besten Freund Haze macht sie sich auf, ihrer wahren Bestimmung zu folgen und muss dabei alles in Frage stellen, was sie je über sich und ihr Leben zu wissen glaubte. Ich finde das toll. Ich mag ja eh alles, was so mit Monden und Sternen zu tun hat. Also da bin ich voll. Ich habe ja auch ein Mondtattoo. Also ich bin da voll im Game. Und deshalb freue ich mich einfach so hart da drauf und ach, das wird richtig toll. Und hier ist auch so eine Karte drin, das finde ich auch immer richtig cool und oh, ich bin sehr gespannt und werde es ganz bald lesen. Und dann habe ich noch ein Buch, das so in die Richtung von Pretty Little Liars gehen soll und so Mystery, Perfectionist, Lying Game und auch die von Karen M. McManus, also One of Us is Lying und so weiter und so fort. Und zwar ist das Secret Game. Brichst du die Regeln, breche ich dein Herz von Stefanie Hasse. Das will ich auch ganz, ganz bald lesen, denn ich liebe ja so Mystery, Jugendbücher. Das ist, oh Gott, dafür, ich liebe es einfach. Und ich finde, es gibt viel zu wenige Bücher in diesem Genre. Oder ich weiß einfach noch nicht von so vielen Büchern aus dem Genre. Es hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Ivorys Leben könnte perfekt sein. Sie hat ein Stipendium für die St. Mitchell, eine Privatschule an der New Yorker Upper East Side. Und sie ist glücklich mit ihrem Mitschüler Heath. Doch an der St. Mitchell gibt es eine gefährliche Tradition: das Spiel. Keiner weiß, welcher Schüler in diesem Jahr die Nachrichten verschickt, doch allen ist klar, wer die Aufgaben darin nicht erledigt, wird bestraft. Als Heath sich plötzlich von Ivory abwendet, ahnt sie, dass das Spiel dahinter steckt. Kurz entschlossen lässt sie sich auch darauf ein und gerät in einen Sog aus Geheimnissen und Intrigen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Und hier steht auch drunter, eine Mischung aus Gossip Girl, Eiskalte Engel, Beautiful Liars und One of Us is Lying. Die Kombi ist unschlagbar. Ich glaube auch. Also ich finde, das hört sich einfach so, so cool an. Und, oh, da sind auch teilweise, ich sehe es gerade, so Nachrichten. Oh nein, ich will aber nicht in der Mitte vom Buch irgendwas lesen. Aber so Nachrichtenverläufe, was ich auch immer ein cooles Detail finde. Und die Stefanie Hasse, die hat auch ganz bald noch ein weiteres Buch, das auch in diese Mystery-Richtung geht, das bald erscheint. Pretty Dead heißt das. Das werde ich mir auch mal genauer anschauen und zulegen, denn ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, welche Bücher ihr davon schon gelesen habt oder noch lesen wollt oder was ihr momentan gerade lest. Das würde mich mega interessieren. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv und abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Büchern und zu Filmen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!